Tja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fanintros. Ich bin wieder euer Avenger und ja, wenn ihr wissen wollt, um wen es sich diesmal handelt, dann bleibt am besten dran. Ich würde sagen, ich war ab und bis gleich. Ja, das erste Intro ist für Monster Let's Play. Ich war auf seinem Kanal unterwegs, hab mal ein bisschen rumgeswitcht. Er hat Minecraft Let's Plays und Clash of Clans Let's Plays, so wie fast alle von euch. Auf jeden Fall, ich habe es ihm lange versprochen, er war auch der nächste auf meiner Liste war eigentlich Tom Jahn, aber der hat irgendwie seinen Kanal gewechselt, beziehungsweise hat jetzt ein ganz neues Format gestartet, der macht jetzt auch Intros. Ich würde mal sagen, ich würde ihn hier mal oben verlinken für euch, ihr könnt mal vorbeischauen, wenn euch seine Intros gefallen, dann abonniert ihn am besten, stellt ihm mal eine Anfrage, keine Ahnung, wie ihr Bock habt. Ja, da ihr jetzt kein Intro mehr braucht, habe ich mir gedacht, ich nehme den nächsten auf meine Liste, das war natürlich Monster Let's Play, wie sein Intro ausschaut. Seht ihr jetzt. Tja, ich hoffe, es gefällt Monster Let's Play und er nimmt es auch. Und ich würde sagen, ja, wie schon gesagt, schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei. Er macht echt coole Videos über halt Minecraft. Also ich würde mir Minecraft anschauen, weil Clash of Clans macht ja jeder. Außerdem würde ich sagen, bei Clash of Clans könnt ihr auch bei meinen Clash of Trash Homies vorbeischauen. Wo ich schon zum nächsten Intro komme, ja, ich habe noch ein zweites gemacht. Und zwar für meinen Homie Clash of Trash, der Timmy in dem Fall. Der macht ja auch Clash Royale Videos. Hat mich lange schon gefragt, ob er ein Intro von Clash Royale haben kann. Ich habe mich echt lange dran gesetzt und habe mir überlegt, was kannst du für ein Intro für Clash Royale machen? Und ja, ich finde eigentlich, ist es ganz gut geworden. Ist ein bisschen einfach gehalten, aber ich hoffe, es gefällt ihm und euch natürlich auch. Und ich würde sagen, ohne lange drauf rumzureiten, haut euch das Intro rein und sagt mir, was er davon haltet. Hallo! Ja, das war auch schon das Intro von Clash of Trash, Timmy in dem Fall. Und ich hoffe, es gefällt ihm. Wie schon gesagt, ist ein bisschen einfach gehalten, kurz und knackig, jeder weiß, worum es geht. Und ich würde sagen, ich bin hier auch schon am Ende. Wie schon gesagt, ich werde alle nochmal hier unten verlinken. Schreibt mir auf jeden Fall in die Comments, was ihr von meinen Fan-Intros haltet bis jetzt. Und wie schon gesagt, der nächste in meiner Liste ist... Ja, muss ich erstmal nachschauen. Werde ich mich auf jeden Fall drum kümmern, wenn ich Zeit habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Endcard wieder. Bis dahin. Tja, da sind wir schon in der Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Comments, was ihr davon haltet. Wenn ihr mich cool fandet, wie immer, diesen Button. Wenn ihr mich richtig krass fandet, diesen Button. Ich bin euer Avenger und wie schon gesagt, mein Let's Play-Kanal hier unten zu sehen. Mein letztes Video hier oben. Das wird mein letztes Let's Play gewesen sein auf diesem Kanal. Overwatch natürlich, selbstverständlich. Ich möchte jetzt auch noch darauf hinweisen, ich hatte eigentlich vor am 24. am Release Day von Overwatch, also praktisch die Nacht vom 23. auf 24. oder muss ich eigentlich mal gucken, würde ich gerne einen Livestream starten auf Twitch. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich habe meine Videobeschreibung unten ein bisschen erneuert. Schaut einfach mal vorbei. Ich bin auch bei Twitter zu finden. Und mein Skype-Account müsste auch unten drin sein. Müsst ihr einfach mal nachschauen. Und wie schon gesagt, ich würde sagen, hoffentlich sehen wir uns auf meinem Twitch-Kanal da unten. Und ja, bis zum nächsten Fan-Intro. Oder Avenger Talk. Mal gucken, vielleicht kriege ich da noch was hin. Und ich würde sagen, bis dahin. Servus, alter Schwede.